Ich freue mich auf den Splatoon 2 Global Testfire Event. Wobei, Event ist immer so relativ. Eigentlich ist das hier eine Beta-Phase oder ein Beta-Test oder eine Demo-Vision oder nett es doch, wie ihr wollt. Fakt ist, ich freue mich drauf und ich hoffe, die Entwickler haben an den richtigen Stellschrauben gedreht und das Spiel noch besser gemacht als eben den Vorgänger. Der hatte hier und da ja schon seine Probleme, gerade beim Thema Matchmaking. Aber um Splatoon als Spiel soll es hier gar nicht gehen, sondern um die Idee des Global Testfire Events. Ich finde grundsätzlich eine sehr frühe Beta- bzw. Testphase sehr gut, denn einerseits kann man so tatsächlich noch das Spiel testen und hier und da noch Änderungen vornehmen. Zum anderen kann man natürlich auch die Server schon mal austesten und auch da vielleicht noch Änderungen vornehmen. Und zum anderen kann man auch schön Werbung für sein Spiel machen. Und seien wir ganz ehrlich, natürlich möchte Nintendo die Server und das Spiel testen und hier und da auch verbessern. Aber andererseits soll das Ding auch Werbung sein. Und mein Gott, warum denn auch nicht? Ich finde allerdings diese Idee des Global Testfires etwas sehr dämlich. Und zwar meine ich damit die Idee der Stundenslots. Für all jene, die es nicht wissen, ihr könnt nicht über das komplette Wochenende spielen, sondern wenn ihr, naja, alles Mögliche rausholt, könntet ihr über das Wochenende 6 Stunden spielen. Und zwar in sogenannten Zeitslots. Diese gibt es zum Beispiel am Freitag. Am Freitag, also heute Abend, könnt ihr von 20 bis 21 Uhr spielen. Ab 21 Uhr werden die Server abgeschaltet. Am Samstag könnt ihr dann zum Beispiel um 4 Uhr morgens das nächste Mal spielen bis, ja, ihr ahnt es schon, exakt 5 Uhr. Ganz ehrlich, das ist... Ich verstehe nicht so ganz, was man mit diesen Zeitslots erreichen möchte. Okay, kann man jetzt klar sagen, ja, man möchte, dass alle gleichzeitig spielen, dass man so einen richtigen Stresstest hat. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen, aber ganz ehrlich, diesen Stresstest hat man schon, wenn man sagt, die Server gehen um 20 Uhr online, denn um 20 Uhr wird die Hölle los sein. Und dann, mein Gott, lasst die Leute doch über die nächsten Tage einfach spielen und testen. Ich verstehe durchaus, dass man Zeitslots braucht, wenn man, naja, nicht so eine große Spielerbase hat. Ich teste zum Beispiel gerade 3 Spiele, die ich jetzt leider namentlich nicht nennen darf, in einer Pre-Alpha-Phase. All diese 3 Spiele sind Online-Spiele und es gibt, naja, geschätzt vielleicht 100 bis 200 Spieler derzeit, beziehungsweise Alpha-Tester. Hier macht es natürlich total Sinn, dass man sagt, hey, ihr könnt alle nur am nächsten Freitag von 20 bis 22 Uhr spielen oder von 17 bis 22 Uhr oder irgendwie sowas in der Art, damit diese 200 Leute zumindest zu einem Zeitpunkt zusammenkommen. Das macht tatsächlich Sinn. Aber bei Splatoon 2 ist das ja einfach nur eine offene Testphase, das heißt, jeder, denn es Switch hat, kann jetzt einfach mitspielen. Und mein Gott, dafür brauche ich echt nicht diese Slots. Das macht keinen Sinn. Und wenn man schon zwischen den einzelnen Slots vielleicht etwas an den Servern rumprobieren möchte, okay, überhaupt gar kein Problem, aber dann sagt doch einfach, hey, ihr könnt am Freitag von 17 bis 24 Uhr spielen, am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag ebenfalls von 12 bis 24 Uhr. Nun, klar, es ist noch die andere Geschichte, dass man diese Slots ein bisschen willkürlich gelegt hat, zumindest wirkt es so, weil zum Beispiel auch die Asiaten oder Amerikaner spielen sollen. Also heute zum Beispiel 20 bis 21 Uhr ist für uns ein super Slot, für die Amerikaner oder Japaner aber nicht und hier spielen alle zur gleichen Uhrzeit und auch das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen dämlich, denn ich finde ja gut, dass alle spielen können, aber ich möchte gar nicht mit Japanern oder mit Amerikanern spielen. Gar nicht, weil ich die nicht mögen würde oder so. Quatsch, ich liebe Japaner und ich liebe auch teilweise zumindest die Amerikaner. Aber ich möchte halt hier vor allem mit Leuten aus Europa spielen, weil ich einen guten Ping haben möchte, weil ich eine gute Verbindung haben möchte, weil ich einfach, naja, wenn ich einen Gegner treffe, auch möchte, dass ich den getroffen habe. Und deswegen ist mir das eigentlich relativ egal, wann die Amerikaner und wann die Japaner spielen können. Die sollen eigentlich eh einen eigenen Server bekommen. Deswegen, ja, keine Ahnung, was hier jetzt wieder passiert. Aber Nintendo, mal ganz allgemein. Ich finde es cool, dass ihr diese Testphasen macht. Ich finde, das solltet ihr auch viel, viel öfter machen bei euren Online-Spielen. Ich meine, ich hätte auch gerne sowas zu Mario Kart oder zu ARMS und so weiter. Das müsst ihr viel, viel öfter machen, denn tatsächlich solche, ich nenne sie jetzt einfach mal Beta-Tests, die helfen halt auch euer Produkt etwas in den Vordergrund zu rücken. Und... ja, macht das gerne öfter, aber bitte, diesen Mist mit den Zeitslots, das muss doch wirklich nicht sein. Splatoon 2 wird auch so ein gutes Spiel
und da müsst ihr das nicht irgendwie künstlich beschneiden. Das ist alles ein bisschen... Nein, lasst das. Das macht man nicht. Böse.